Willkommen, mein Name ist Marius Ebert. Gegenstand dieses Videos ist die Prüfungsfrage, wann wird der Meldebestand erhöht? Aber ich möchte und muss, glaube ich, auch ausholen, denn wie immer muss man sich eine Prüfungsfrage zurechtlegen. Also, hier ist Meldebestand und Erhöhung. Da sollten wir doch zunächst einmal klären, was ist der Meldebestand? Und der Meldebestand sind ja wieder zwei Worte. Der Bestand und Melde stecken hier drin. Melde, dieser Teil des Wortes heißt Bestellung, wird ausgelöst. Der Bestand, bei dem eine Bestellung ausgelöst wird. Das heißt, das Lager baut sich ab durch Entnahme und Verbrauch. Und wenn eine bestimmte definierte Restgröße da ist, dann wird eine Bestellung neu ausgelöst. Das ist der Meldebestand. Der Bestand, der eine neue Bestellung auslöst. So, die nächste Frage ist, wie hoch muss der Meldebestand sein? Warum? Weil hier ja der Teil dieser Frage die Erhöhung anspricht. Also klären wir zunächst mal die Frage, wie hoch sollte der Meldebestand sein? Nehmen wir an, das ist der Meldebestand. Das ist eine bestimmte Menge. Sagen wir, hier ist 0. Ja, hier ist nichts mehr auf dem Lager. Dann gibt es noch einen Bestand, der unter dem Meldebestand liegt in der Regel. Das ist der eiserne Bestand. Also das ist MB, der Meldebestand. Und das ist EB hier, der eiserne Bestand. Und der Meldebestand muss immer so sein, dass der eiserne Bestand, deswegen heißt der eisern hier, deswegen heißt der eisern, ja, das ist der eiserne Bestand, diese Menge ist der eiserne Bestand. Eisern, E bedeutet, darf nur im Notfall angegriffen werden. Auf den eisernen Bestand greifen wir nur zurück im Notfall. Ansonsten ist er eben eisern. Wird also nicht angerührt. So, wenn wir nun beim Meldebestand die Bestellung auslösen, dann baut sich das Lager ja immer noch weiter ab, bis denn die neue Bestellung kommt. Hier sei unten die Zeitschiene, T, Tempus, die Zeit. Und hier kommt die neue Bestellung. Dann ist das hier oben, hier unser neuer Lagerbestand. Was passiert in dieser Zeit? In dieser Zeit haben wir weiteren Verbrauch und wir haben Zeit, die wir brauchen für die Bestellung, Bestell- und Lieferzeit. Das heißt, der Meldebestand muss so hoch sein, dass er den weiteren Verbrauch, die Bestell- und die Lieferzeit einkalkuliert und den eisernen Bestand nicht angreift. Das ist die korrekte Antwort auf die Frage, wie hoch muss der Meldebestand sein. Und wenn ich das geklärt habe, nachdem ich mir jetzt den Ball zurechtgelegt habe, kann ich endlich auf die eigentliche Prüfungsfrage eingehen, nämlich wann wird der Meldebestand erhöht? Er wird erhöht,
wenn der eiserne Bestand erhöht wird. Ja, und das ist eine grundsätzliche Entscheidung von der Geschäftsführung, dass sagen, unser eiserner Bestand ist aber zu niedrig angesetzt. Wir haben doch verstärkte Unsicherheiten und Unzuverlässigkeiten bei den Lieferanten und politische Unsicherheiten zunehmend. Das heißt, wir sollten den eisernen Bestand erhöhen. Und wenn wir den hier erhöhen, geht im Prinzip bei gleichem Verbrauch, Bestell- und Lieferzeit der Meldebestand auch rauf. Also wenn der Eisenbestand erhöht wird, wird auch der Meldebestand erhöht. Das ist die zwangsläufige Folge. Und die Ausnahme wäre nur, dass es uns gelänge, die Lieferzeit dramatisch zu verkürzen. So, dann schauen wir uns die anderen Sachen an. Wenn der Verbrauch sich erhöht, wenn der Verbrauch sich erhöht, ja, der Verbrauch erhöht sich, das heißt, das Lager baut sich schneller ab und das bedeutet, ich muss den Meldebestand erhöhen. Und die dritte Sache ist Lieferzeit erhöht sich. Ja, hier die Lieferzeit wird höher. Man könnte jetzt noch einen vierten Fall konstruieren, tatsächlich sagen, die Bestellzeit. Aber da das in der Regel sogar automatisiert läuft, weiß ich nicht, ob das dann in der Prüfung wirklich Punkte bringt. Aber wenn man es ganz logisch zu Ende denkt, könnte man sogar hier sagen, wenn die Bestellzeit sich erhöht. Ja, es kann sein, jetzt müsste man irgendwas konstruieren. Die EDV-Anlage ist ausgefallen und ich muss jetzt wieder händisch bestellen und irgendwas mit der Kommunikation und der Information funktioniert auch nicht und dieser Zustand dauert länger an, das ist nicht nur was, was mal eine halbe Stunde ist. Dann erhöht sich die Bestellzeit und dementsprechend wird auch der Meldebestand erhöht. Alles Gute, Marius Ebert. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video.